Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Neuen Streit gibt es in der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei. Es geht um die Haltung einiger SPD-Abgeordneter zur sogenannten Kontaktsperre. Bei der Abstimmung über dieses Gesetz im Bundestag haben 16 sozialdemokratische Abgeordnete mit Nein gestimmt oder sich der Stimme enthalten. Dieses Verhalten hatte neben anderen auch der Fraktionsvorsitzende Wehner gerügt, und zwar mit dem jetzt umstrittenen Satz: Die große Mehrheit der Fraktion wisse, was sie der Bundesrepublik, unserem Gemeinwesen, schuldig sei. Zu den Reaktionen aus Bonn, Erhard Thomas. Die 16 SPD-Abgeordneten, die sich letzte Woche der Stimme enthalten oder mit Nein gestimmt hatten, fühlten sich beleidigt. An der Spitze dieser Gruppe Karl-Heinz Hansen und Manfred Koppig. In einem Brief an Herbert Wehner beschwerten sie sich über die öffentliche Rüge ihres Fraktionschefs. Auch sie wüssten, trotz ihres von der Fraktionsmehrheit abweichenden Stimmverhaltens, was sie dem Wohle der Bundesrepublik schuldig seien. Herbert Wehner, der, wann immer nötig, sich für Helmut Schmidt in die Bresche wirft, bekam gestern ebenso öffentlich Flankenschutz vom Kanzler. Die Abweichler hätten es immerhin hingenommen, so Schmidt, dass der Eindruck entstehen konnte, die Solidarität und innere Festigkeit der Koalition reiche nicht mehr aus. Auch der SPD-Vorsitzende Willy Brandt schaltete sich ein. In einem Artikel warnte er davor, durch Einzelgängerei, Selbstgerechtigkeit oder Unbedachtsamkeiten die Regierungsfähigkeiten der Koalitionsparteien zu erschüttern. Der SPD-Fraktionsvorstand ließ heute verkünden, für den Beschwerdebrief der Abstimmungsabweichler bestand und bestehe kein Grund. Schon gestern hatte sich die Fraktionsmehrheit in einer Sondersitzung hinter Herbert Wehner gestellt. Sie bescheinigte ihm, die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag in einer schwierigen Lage hervorragend vertreten zu haben. Der Vorsitzende der Fritz-Erler-Gesellschaft Döbertin ist nun endgültig aus der SPD ausgeschlossen. Er teilte heute in Lübeck mit, dass er von seinem Recht, Einspruch zu erheben, keinen Gebrauch machen werde. Der Grund für den Ausschluss ist ein Solidaritätsschreiben Döbertins an den früheren SPD-Politiker und Oberstadtdirektor von Braunschweig, Weber, der den Wahlslogan der Opposition Freiheit statt Sozialismus gutgeheißen hatte. In einem Brief an den SPD-Bundesvorstand hat die Fritz-Erler-Gesellschaft jetzt noch einmal ihren politischen Standpunkt dargelegt. Sie wendet sich darin gegen eine Zusammenarbeit von SPD-Mitgliedern mit Kommunisten und gegen eine, wie es heißt, Rückentwicklung der SPD zu einer marxistischen Klassenpartei. Wechsel in dem Amt, dessen Bedeutung einst Ludwig Erhard und Karl Schiller bestimmten. Heute Morgen überreichte dem 50-jährigen Otto Graf Lambsdorff Bundespräsident Scheel die Ernennungsurkunde für das Amt des Wirtschaftsministers. Hans Friedrichs, der nach 5-jähriger Amtszeit in den Vorstand der Dresdner Bank überwechselt, erhielt die Entlassungsurkunde. Danach Vereidigung des neuen Ministers durch Bundestagspräsident Carstens. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Glückwünsche Sie. Danke, Herr. Wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Amt. Vielen Dank. Aus allen Parteien kamen die Glückwünsche für den FDP-Politiker, der sich in den 5 Jahren seiner Zugehörigkeit zum Bundestag als führender Wirtschaftsexperte seiner Fraktion und als kämpferischer Redner auszeichnete. Lambsdorff kommt aus Kreditgewerbe und Versicherung, ein engagierter Verfechter der Marktwirtschaft. Ich spreche Ihnen, Herr Bundesminister Graf Lambsdorff, die aufrichtigen Wünsche des ganzen Hauses für Ihre Arbeit aus. Diesen Wünschen füge ich den Dank des Hauses an den bisherigen Bundesminister für Wirtschaft, Herrn Dr. Hans Friedrichs, an. Eine seiner ersten Aufgaben sieht der neue Wirtschaftsminister darin, den Deutschen Gewerkschaftsbund zu den Gesprächen der Sozialpartner innerhalb der konzertierten Aktion zurückzuholen. Er werde sich, so erklärte Lambsdorff nach seiner Vereidigung vor Journalisten, schon bald um ein Treffen mit der DGB-Führung bemühen. Das berüchtigte Sommerloch in der wirtschaftlichen Entwicklung scheint nach seiner Einschätzung geschlossen. Trotzdem wäre es voreilig, diese Zuversicht schon in Zahlen auszudrücken. Auf den Steuerstreit eingehend, sagte Lambsdorff, erhielte größere steuerliche Entlastungen als die geplanten für wünschenswert. Der neue Wirtschaftsminister hatte sich schon vor Amtsantritt selbstbewusst gezeigt, als er vor 2 Tagen im Bundestag erklärte, er brauche keine 100 Tage Schonzeit.
Mit einem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft ist heute in Frankfurt der CDU-Wirtschaftstag 77 zu Ende gegangen. Zugleich wandten sich die dort versammelten Politiker und Unternehmer gegen eine wachsende Bürokratie und Sozialisierung. Zur künftigen Strategie der Unionsparteien sagte Strauß, CDU und CSU sollten nicht mit einer abgewirtschafteten Regierungskoalition wetteifern. Wörtlich fügte er hinzu, wir können den Wettlauf mit den ideologischen Gauklern nicht gewinnen. Strauß verlangte von der Opposition ein klares Ja oder Nein, aber keine lauwarmen Stellungnahmen. Der amerikanische Energieminister Schlesinger und Bundesforschungsminister Matthöfer unterzeichneten heute in Bonn zwei Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Technologien zur Nutzung der Kohle. Die Verträge sehen vor, dass die beiden Länder ihre nationalen Pläne zur Kohleverflüssigung aufeinander abstimmen. Außerdem werden sie zwei Großprojekte, eine Raffinerie für verflüssigte Kohle in den USA und eine Anlage zur Kohlevergasung in der Bundesrepublik, gemeinsam finanzieren. Danach hatte der frühere amerikanische Verteidigungsminister eine Unterredung mit Bundeskanzler Schmidt. Sie dauerte 2 Stunden, länger als vorgesehen. Über die Gesprächsthemen ist nichts bekannt. Eine angekündigte Pressekonferenz wurde abgesagt. Im Verlauf des Tages war Schlesinger auch mit den beiden Bundesministern Genscher und Lambsdorff sowie mit dem CDU-Vorsitzenden Kohl zusammengetroffen. Der amerikanische Senat hat in der vergangenen Nacht das Energiesparprogramm von Präsident Carter vollends zu Fall gebracht. Der Finanzausschuss sprach sich gegen die von Carter befürwortete Besteuerung von Importöl aus. Weiterhin wurde Carters Vorschlag abgelehnt, außerhalb der Spitzenzeiten verbilligte Stromtarife zu gewähren. In der Sowjetunion wurde heute eine neue Verfassung verabschiedet. Sie tritt an die Stelle der bisherigen, die Stalin geprägt hatte. An den 174 neuen Artikeln wurde nahezu 15 Jahre lang gearbeitet. Die Bevölkerung konnte Änderungsvorschläge machen. Aus Moskau, Klaus Bettnautz. Seit heute Mittag, 12 Uhr, hat die Sowjetunion nicht nur eine neue Verfassung, sondern auch einen neuen Feiertag. Den 7. Oktober, den Tag der neuen Verfassung. In ganz Moskau beginnen in dieser Minute aus diesem Anlass volksfestartige Feierlichkeiten, die bis zum Sonntag andauern sollen. Die Verabschiedung der Verfassung heute Morgen im Kreml hatte sich zu einer eindrucksvollen Machtdemonstration für Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev gestaltet. Streckenweise wurde die Rede Brezhnevs nach jedem Satz von Beifall unterbrochen und am Schluss gab es minutenlange Ovationen für den Kreml-Chef. Die neue Verfassung, die von den Sowjetbürgern mehr Loyalität gegenüber dem Staat fordert, ihnen jedoch gleichzeitig in Teilbereichen größere Freiheiten und Rechte einräumt, wird von vielen hier als das persönliche Werk Brezhnevs angesehen und dürfte als Brezhnev-Verfassung in die Geschichte eingehen. Die ebenfalls heute beschlossene Wahl des bisherigen stellvertretenden Außenministers Kuznetsov zum Stellvertreter Brezhnevs als Staatschef erscheint als ein machtpolitisch ungemein geschickter Schachzug. Kuznetsov gilt als brillanter, weltgewandter Diplomat, der Brezhnev viele Repräsentationspflichten ohne Mühe abnehmen kann. Zugleich dürfte er mit seinen 76 Jahren wohl zu alt sein, um als Brezhnev-Nachfolger in Frage zu kommen. So hat Leonid Brezhnev in seiner Funktion als Staatschef seit heute wohl einen Stellvertreter, aber weiterhin keinen Kronprinzen. Die DDR hat heute auf der Belgrader Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die Teilung Deutschlands als unumstößliche Wirklichkeit bezeichnet. DDR-Botschafter Krabatsch wandte sich außerdem, ohne die Bundesrepublik beim Namen zu nennen, gegen Versuche, Verpflichtungen aus dem Grundvertrag und dem Vier-Mächte-Abkommen über Berlin zu missachten. Mit einer Militärparade in Ost-Berlin beging die DDR heute den 28. Jahrestag ihrer Gründung. Einheiten aller Waffengattungen der Nationalen Volksarmee marschierten eine halbe Stunde an der Partei und Staatsführung vorbei. Dabei wurden dem DDR-Kommentator zufolge zum ersten Mal Panzerabwehrkanonen hinter schwimmfähigen Kettenfahrzeugen vorgeführt. In einer gemeinsamen Erklärung haben die Westalliierten heute die Truppendemonstration als Verletzung des entmilitarisierten Status von ganz Berlin verurteilt. Die Berufsbildung bleibt umstritten. Bei der Aussprache im Bundestag über ein Programm der CDU-CSU zur Sicherung von Ausbildungsplätzen hat die Opposition der Bundesregierung heute vorgeworfen, sie habe die Zukunftschancen der Jugend durch eine verfehlte Bildungs- und Finanzpolitik ständig verringert. Dagegen betonte Bundesminister Rohde, dass der Bund allein für die Einrichtung überbetrieblicher Ausbildungsstätten im nächsten Jahr fast 1 Milliarde Mark zur Verfügung stellt. Das eigentliche Problem der Bildungspolitik sei die Entscheidungsschwäche des föderativen Systems. Der Preisauftrieb in der Bundesrepublik ist weiter zurückgegangen.
Im letzten Monat stiegen die Lebenshaltungskosten lediglich um 3,7% gegenüber dem September des Vorjahres. Im August und Juli hatte die Teuerungsrate noch bei 3,9 bzw. 4,3% gelegen. Eine neue Wohngeldfibel hat Bauminister Ravens heute in Bonn vorgestellt. Am 1. Januar treten Verbesserungen in Kraft, die weiteren 300.000 Bürgern Mietzuschüsse bringen sollen. Schon jetzt beziehen 1,7 Millionen Bürger Wohngeld. 7% der Berechtigten nutzen allerdings ihren Anspruch nicht. Die Fibeln sind bei den Gemeinden und in den Wohngeldstellen zu erhalten. Das Dortmunder Landgericht hat heute den Vertrag zwischen dem Elektrizitätsunternehmen STEAG und der Bürgerinitiative Bergkamen für nichtig erklärt. Das Gericht wies die Klage zweier Initiativmitglieder ab. 1,5 Millionen Mark wollten 71 Mitglieder einer Bürgerinitiative in Bergkamen dafür kassieren, dass sie keinen Einspruch gegen die geplante Errichtung eines Kraftwerkes in unmittelbarer Nähe ihrer Siedlung einlegten. Dieses Millionengeschäft hatte der Stromkonzern vorgeschlagen, um einer weiteren Verzögerung beim Kraftwerksbau vorzubeugen. Die Stadt vermittelte, um 3000 Arbeitsplätze für Bergarbeiter zu sichern. Doch als das Geschäft mit dem Umweltschutz publik wurde, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Es kam zu Gegendemonstrationen von Bergleuten. Der Rat der Stadt wurde zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Das Ergebnis: Der Stromkonzern zahlte die auf einem Sperrkonto bei der Stadt festgelegten 1,5 Millionen nicht aus. Die Zivilkammer des Dortmunder Landgerichtes hält das Einfrieren dieses Geldes für rechtens, weil der Vertrag über die Zahlung sittenwidrig sei und damit nichtig. Nach Ansicht der Richter trägt der umstrittene Vertrag die Merkmale eines Knebelungsvertrages. Die Bürgerinitiative hätte ihre umweltschützerischen Grundsätze zu einem Handelsobjekt gemacht. Sie hätte den Stromkonzern in die Enge getrieben und damit praktisch zur Zahlung des Schweigegeldes veranlasst. Während die Klage von zwei Mitgliedern der Bürgerinitiative auf Zahlung des Geldes in erster Instanz abgewiesen worden ist, müssen drei andere führende Köpfe dieser Gruppe noch mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Ihnen droht eine Anklage wegen Erpressung. Bundesbildungsminister Roh der SPD hat heute die deutschen Universitäten gegen den Vorwurf verteidigt, sie seien Brutstätten des Terrors. Sein parlamentarischer Staatssekretär Engholm warnte in diesem Zusammenhang von einer wachsenden Entfremdung zwischen Hochschulen und Gesellschaft. Ebenso wie Rohde forderte Engholm die Universitätsangehörigen auf, sich künftig eindeutiger denn je von Befürwortern der Gewalt und des Terrors zu distanzieren. Die Banken wollen ihre Schalter besser sichern. Dazu gehören auch optische Überwachungsanlagen. Außerdem soll in Zukunft weniger Geld an den Kassenschaltern liegen. Auf diese Vorsichtsmaßnahmen einigten sich heute Vertreter der deutschen Banken und Bundesinnenminister Mayhofer. Ein Großteil des Geldes für terroristische Unternehmen stammt nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei aus Banküberfällen. Bei der Fahndung nach den Schleierentführern wurde in der vergangenen Nacht kurz vor Hannover ein D-Zug gestoppt. Bei der Durchsuchung wurden ein Mann und eine Frau vorläufig festgenommen. Sie entpuppten sich als harmlose Urlaubsreisende. Drei Rembrandt-Gemälde, darunter Jakobs Segen aus dem Jahre 1656, sowie ein Bild des Rembrandt-Schülers Willem Drost, wurden heute in den staatlichen Kunstsammlungen Kassel durch ein Säureattentat beschädigt. Rembrandts Selbstbildnis von 1654 hat die schwersten Beschädigungen. Durch konzentrierte Schwefelsäure fast unkenntlich gemacht, auch das Bild der Apostel Thomas. Die beschädigten Bilder sollen 50 bis 100 Millionen Mark wert sein. Seit vergangenem März sind insgesamt 11 Säureattentate auf Galerien und Museen im Norden und Westen der Bundesrepublik verübt worden. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Sonnabend, den 8. Oktober. Der über dem Rheingebiet angelangte Tiefausläufer kommt nur langsam nach Osten voran. Dabei bleiben die östlichen Gebiete Deutschlands vorerst noch in der von Süden herangeführten Warmluft, während in die westlichen Gebiete wolkenreiche Meeresluft einfließt. Die Vorhersage für morgen: Im Osten und Südosten heiter bis wolkig und trocken. In den anderen Gebieten wolkig bis bedeckt und strichweise Regen, zum Teil schauerartig, vereinzelt auch Gewitter. Tiefsttemperaturen heute Nacht in Bayern um 10 Grad. In den anderen Gebieten zwischen 11 und 16 Grad. Höchsttemperaturen morgen zwischen 15 und 20 Grad. Im Osten und Südosten 20 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Schauernähe böig auffrischender, im Hochgebirge starker bis stürmischer Wind aus Südost bis Südwest.